Also was uns am stärksten betrifft, ist natürlich der Anstieg des Meeresspiegels, den wir auch schon sehr deutlich spüren. Und zusammen mit Niedersachsen sind wir tatsächlich auch konkret dabei, die Deiche zu erhöhen, damit uns nicht der Meeresspiegel schneller über den Kopf kommt, als wir es eigentlich wollen. Und wie schwierig ist das, da noch mitzuhalten? Also im Moment ist es leistbar. Wir haben lange Tradition, der Meeresspiegel ist hier schon immer langsam, aber sicher gestiegen. Wir wissen, wie man das macht. Und der Beschluss ist, dass wir die vorhandenen Deiche und Sperrwerke, was so alles dazugehört, dass wir das entsprechend erhöhen. Wir müssen also nicht was völlig Neues erfinden, sondern erhöhen, verstärken, was mittlerweile ja eine richtige Ingenieurwissenschaft ist. Also insofern haben wir das Gefühl, wir machen jetzt was Richtiges, was erstmal für eine gewisse Zeit uns vor dem Klimawandel und dem Meeresspiegelanstieg schützen wird. Also ich glaube, wir hier, sagen wir mal, in Europa mindestens, haben gute Voraussetzungen auf das, was man zurzeit absehen kann. Und das ist natürlich eine Spannweite von wenigen Dezimetern bis, sagen wir mal, zum Ende des Jahrhunderts ein Meter. Das können wir packen. So, dafür haben wir die Ressourcen, wir sind reich, wir haben 1000 Jahre Erfahrung im Deichbau, wir haben Ingenieure, wir haben Wissenschaft. Das müsste zu machen sein. Also insofern bin ich, glaube ich, für die nächsten zwei Generationen ganz optimistisch. Aber es wird immer wichtiger sein, sich rechtzeitig langfristige Gedanken zu machen, ob man so weitermachen kann und wenn ja, wie. Oder ob man sagt, also der Klimaschutz funktioniert nicht, wir laufen in den Worst Case hinein, dann wird man tatsächlich ganz andere Lösungen suchen müssen. Denn irgendwo bei 4 oder 5 Metern Deichhöhe ist, glaube ich, dann doch irgendwann Schluss.